Wir sind im Moment wieder in so einer anstrengenden Phase. Irgendwie, wo Leute. Man, ja genau, jetzt sagt er, jetzt redet er, dass, wo Leute irgendwie keine Supports picken, wo sie nicht um, wenn zwei Leute die gleiche Lane haben wollen. Select a hero, please. Der ist schon gemutet, der streitet sich mit dem, der will auch keinen Support spielen, also wo wir keinen Support haben, keine Koordination in der Lobby und die Leute sich irgendwie gegenseitig sich streiten. 10 seconds to pick. Slada, Five Lee, Ludwig. seconds. Hurry, hurry. Now remember, there are almost no wrong choices here. Only 10 seconds. 5 seconds remain. Ich weiß nicht, was ich picken soll, ist irgendwie gleichzeitig. Phantomlands, das gefällt mir alles nicht, ehrlich gesagt. Der ist gar nicht da. Der Blau will gar nicht picken. Didn't see. Ist aber sehr glaubwürdig. Man hat ja was Gutes gerandomt. Aber ein bisschen Glück. Ja, der war schon gemutet. Auch kein gutes Zeichen. Naja. Vielleicht ist er einfach irgendwie nicht da, der Blaue. Hätte ich in dem Spiel gar nichts dagegen. Könnte ich sehr gut mit leben, wenn er jetzt einfach das Spiel abandoned durch AFK. Sieht schon mal ganz gut aus. Ah, jetzt ist er plötzlich da. Einzige Verschluss, na dann. Mit Random Air erbarmt sich immerhin ein Ward zu kaufen. Ach ja. Malte fragt, warum ich Meepo banne. Weil er gerade ein Bonus-Held ist. Und weil das einfach nervig ist, wenn ihn niemand gut kann und ihn pickt dann. Die Chance ist jetzt nicht so super hoch, aber. Kann halt passieren. Ein typischer Cheese-Pick. Und dann auch, wenn es auch gerade noch Bonus-Held ist, kann ich da gut drauf verzichten. Is everyone ready? I think all of us can agree. This one is in the bag. Eine komische Stimme, der Lance, aber ich kann sich, was dazu passt. Dass das so spät erst eingeführt wurde, dass man nicht Doppelgänger casten kann, wenn man geroutet ist. Nachdem so viele andere ähnliche Mobility-Spells disabled sind mit einem Root, dass es beim PL so lange gedauert hat. I'll never truly forget the pain. Ich
Der Nekro bewegt sich auch kein... Hä? So muss nicht wirklich... Gehen sie einfach nicht zur Ruhe, ne? Na dann. Die Lane ein bisschen mehr Kontrolle bekommen hier. Das war knapp. Die Sachen kann ich eigentlich auch größer als unten kaufen. By the sheer power of electronic sports to continue playing. Back to the indecipherable gibberish. So, wir schon harassen mit Phantom Rush. Once again, video games. Just kill him. He's gonna die. Once again, digital sports. Ah, nicht ganz geklappt. Habe ihm noch meine Mango gegeben. Aber wir gewinnen die Lane jetzt damit. Hat er kein Geld eben um den Stick. Die Sideshop zu, einen sehr schönen Kill gemacht. Ah, jetzt gewinnen wir langsam die Lane ordentlich hier unten. Sehr gut. Insgesamt liegen wir trotzdem 3-2 hinten. Our lance catches the sun.
Okay. Jetzt ist es schon. Das klingt doch nach einer guten Idee. Der Shrike kann halt so viel spammen. Sehr nervig. 3 und 3. Wir sind Level 4 und 4. Immerhin. Wäre nicht schlecht. Can we get a lane ward here? Man wüsste nämlich der Sky genau, ist jemand, auf den es sich lohnt zu warten, dass er hier noch rechts, links im Kreis fliegt. Oder sollte er pullen oder stacken oder sollte er die Lane ganz verlassen? Das ist eine Entscheidung, die man ganz gut treffen kann, wenn man weiß, wie die Lane aussieht. Skywrath, either pull, stack, go to another lane. And there's nobody here, there's nothing to do for you. Was macht denn der? Das sind halt echt Leute, wo du denkst immer so, was ist denn, was geht in deinem Kopf jetzt gerade vor? Der steht da rum, der muss ja irgendwas, guckt sich seinen Helden an. Jetzt stackt er da. Ja gut. Can go on the Shrek, he is easy. Macht nicht viel, kann man den Spell forcen der Stelle. Ja, das sollte easy sein an der Stelle. Mit diesem Spell noch, da ist die Lina. Jetzt haben wir die TP. Leider nicht.
coin. Yeah. Mid tower taking damage. Dire structures are fortified. Dann ich halt Nakida an und ich ein bisschen pushen. Okay, 9 von Fitz. Sind wir langsam auch bei den Kills vorne. Hallo, ich habe schon ein paar Mal die Aqua abgegeben. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Den Tower mal geholt. Machen schon mal ein Diffuser Blade fertig. Fehlt nicht mehr viel. Das ist mal ein riesiger Power Spike. Ich hole mal gleich ein TP eben noch mit dazu, damit ich schon mal Inventar habe. Fresh meat! Autsch. Ja, da wäre es besser gewesen, wenn ich schon Doppelgänger geskillt hätte. Boah, wäre zeitlich trotzdem knapp geworden. Ja, das war einfach unvorsichtig. An ihren Schrein chasen. Wie viel gab es für mich? 259. Ich meine, gar nicht so viel. Killing Spree hat mehr gegeben. Killstreak, die wickedste Killstreak. Oh.
Und Stun schön evaded. Ich glaube, hätte sie ihre Combo einfach komplett dann einfach durch zum Durchgezogen auf den Kill, zumindest den Kill mitgenommen. Rubik is here, but Kling, Void is top as well, so be careful. Sehr schön. Ja, Warding ist nicht so ganz unsere größte Priorität im Spiel. Läuft trotzdem ganz gut. Überlegt, wie ich das, wie wir das Spiel wo spielen, wie das laufen wird. Ob ich halt Travels gehe, aber ich hole mir schon die Threads einfach. Ist ein bisschen spät, weil ich mich erst spät dafür entschieden habe, aber. So wie das laufen wird, scheint mir das die bessere Wahl. Worst Player Afrika, was ist das denn für ein Name? Bottom Tower being attacked. I go for you. Let's go, push, let's go. Are you ready? Okay, okay. Okay, okay. It's not time yet. Your bottom tower is under attack. Die Illusion nicht lange genug gehalten, um dich zu baiten. Pushen. Flash me. Oh mein Gott, er wurde gehuckt. Der Blaue kommt nicht mehr klar. So. Ja, mit dem Warding, wie gesagt, haben wir es nicht so. Naja, gucken wir mal.
waren schon vorher gemutet. Oder auf PL, fragt Keulerich. Hood wäre so in dem Spiel Mittel. Gegen LeShrike ziemlich gut und gegen Lina. Gegen die anderen nicht so. Oder gegen. Ist mal wohl, ja, ein bisschen Mittel ist untertrieben. Sagen, da sind noch andere. Der klingt super unwussig. Ich habe noch gesehen, dass die auf dem High Count auf uns warten. Puh. So, ich muss jetzt mal den Mythen. Drop Tower under siege. Wir sind also damit beschäftigt. Das hart abholen. Wie schön hat Hood vielleicht auch in einigen Sachen ist, wie das hart dann besser. Komm, ihr schafft das. Das blöde Skelett. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das blöde Skelett schafft ihr ja wohl. Ich glaube nämlich an euch. Das war eben ganz schön knapp. Enemy's top tower destroyed. For our cause. Ah, ich komme nicht an dem scheiß Baum vorbei. Strength.
Wenn man Helden nicht kontrollieren. Wenn die Maus kurz nicht funktioniert. Der Klassiker. So, jetzt habe ich das hart. Go, 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 go. Ob ich ein bisschen früh drauf gehen kann. Ich wollte ihn Void erst nicht vertreiben, aber er hätte eh Master of Madness an. Linas top. Push mit, Clanks. Den Klings da mal gebraucht. Ich mich einfach auf die Gebäude konzentriert. Den Mittauer fast bekommen. Jetzt einfach All-In gehen auf den... Oh, das Spellen. Manche Sachen des Spellen schon ganz nice hier. Ich glaube, das machen wir. Na, für den Patch läuft es auch richtig gut im Spiel. Ein Stück jetzt da. The enemy's top barrier
decoy. At one time, have mega creeps. Hat das zum Glück in diesem Spiel nicht so viel ausgemacht, dass es ein bisschen Stress in der Lobby gab und danach ja, auch keinen hatten, der wirklich Lust auf Supporten und Warden und sowas. Das war in dem Spiel zum Glück kein Problem. PL ist einer, mit dem man so mittelschnell pushen kann. Es gibt so ein paar Carries, wenn man dann mal allein auf der Lane gelassen wird, wie es hier der Fall war, kann man dann ordentlich pushen. Und Terrorblade ist da hier sehr extrem in der Hinsicht. Klingt natürlich auch, es gibt so ein paar. PL ist so mittel. Dadurch, dass er viele Illusions created, man kann eine Wave ziemlich schnell wegmachen und dann auf den Tower hauen, das geht ganz gut. Aber hat trotzdem, glaube ich, wir haben den Tier 1 ziemlich schnell geholt, den Tier 2 unter Druck gesetzt. Mit dem Rest, ja, ich tendiere dazu, halt solche Leute, wenn die immer so stressig sind und so ein Geschrei in der Lobby schon ist, ein bisschen zu ignorieren. Das klappt mal besser, mal schlechter. Das hat ganz gut geklappt. Der Patch hat ein richtig gutes Spiel. Und der Klings auch. Und dann hat das für uns gereicht. Mal so richtig in Wards investieren wollten wir nicht, wie es aussieht. So ein bisschen schlampig, aber naja, sie haben es schon mehr gemacht. Felsis wird anscheinend auch eine Menge Wards gekauft. Aber auch eher erst gegen Ende, als dann schon relativ Wumpe war. Der Rubik aber auch erst die meisten kurz vor Schluss, so als in der Phase es wichtig war. Ja, da hat er auch der Void-Schmeche gekauft. War so ein bisschen. Waren wir aber auch nicht, wie man sieht. Wir haben erst am Ende dann hauptsächlich die Wards gekauft. Nochmal ein paar Stacks. Aber damit wird man auch besser. Ne? Aber manchmal hat dann Glück und das reicht halt dann trotzdem aus.